Grüezi miteinander. Super, danke vielmals. Also, nachdem viel Technisches, viel über Bloder, über Luftdichtigkeit und so weiter, Bauphysik im Allgemeinen gesprochen wurde, möchte ich heute zu euch sprechen und ich hoffe, viele von euch haben schon einiges gehört, weil dann weiß ich, ihr wart irgendwann mal an einer Infoveranstaltung, wo über Minergie 2017 gesprochen wurde. Ich bin zum ersten Mal vor euch, weil ich auch relativ neu angestellt bin bei Minergie, aber schon lange dafür tätig. Dass Minergie breitenwirksam ist, wie viel Minergie schon erreicht hat, das wissen viele. Da möchte ich gar nicht groß drauf eingehen. Auf der Homepage hat es neu einen tagesaktuellen Zähler. Und wir sehen momentan, wir nähern uns bald den 60 Millionen Quadratmeter Energiebezugsfläche. Ich meine, das ist enorm, was alle geleistet haben, die Minergie geprägt haben in all den Jahren. Was wir versucht haben mit dem Relaunch, ist einfach dem etwas weiter noch wieder knackig etwas Rückenwind zu geben. Wieso brauchen wir den Rückenwind? Weil 91% aller Bewohner von Minergie-Gebäuden würden wieder nach Minergie bauen. Ja, weil man hört ja immer, Minergie, ja, die Lüftung und so weiter. Ich möchte nie wieder eine Lüftung, aber 91%, die hört man wahrscheinlich zu selten. Der Relaunch. Wir haben uns ganz klar gesagt, wir müssen einfach bleiben, es muss breitenwirksam sein und man muss es auch verstehen können. Trotzdem möchten wir Innovation nicht Einhalt bieten. Also wir möchten die Innovation fördern, dort wo sie gefördert werden soll und muss und weiter den Komfort in den Gebäuden hochhalten. Neu bei Minergie ist eine Gesamtenergiebilanz. Früher haben wir uns da etwas eingeschränkt, heute ist man einen Schritt weiter und geht über die Gesamtenergiebilanz. Das kommt etwas auch von der MUKEN her, wir gehen da weiter als diese. Ein ganz wichtiger Aspekt, Minergie ist MUKEN-kompatibel. Das gibt vielen eine Planungssicherheit. Also überall werden jetzt Energiegesetze erneuert, Bern ist schon vorausgegangen, Basel-Stadt kommt nächstens und weitere folgen. Was Sie sicher sind, wenn Sie nach Minergie bauen, Sie halten alle diese neuen Energiegesetze ein. In der Energiebilanz neu sind natürlich Elektrizität und Warmwasseraspekte, Eigenstromproduktion, das sind die neuen Aspekte. Weiter haben wir noch die Anforderungen an die Luftdichtheit eben auch verschärft. Also so war früher das gemessen im Minergie P oder Minergie A-Haus, ist heute, braucht man sogar schon bei Minergie ein Luftdichtigkeitskonzept. Wir möchten da das Thema wieder weiter in den Markt bringen, dort mehr Aufmerksamkeit erwecken, weil wir sehen, das ist notwendig. Natürlich haben wir eine zusätzliche Offensive in Richtung der Bauerneuerung, das mit einem Auftrag, den wir haben. Der Überblick über die Produkte. Hier sehen Sie die Produkte, die Minergie anbietet. Auf einer Folie präsentiert relativ einfach die drei Gebäudestandards Minergie P und A, die sich heute deutlich angenähert haben. Also es gibt weniger Unterschiede von der Thematik zwischen den Standards, sondern die Standards definieren sich in erster Linie über eine Definition der Gesamtenergiekennzahl. Das ist der Hauptunterschied. Minergie Eco bleibt wie bisher, kommt eine Änderung auf 2018, neu kommt MQS Bau auf 2018 schweizweit. Das ist eine, wir möchten da die Kultur, die Baukultur etwas unterstützen mit einer, sage ich mal, ordentlichen Qualitätskontrolle, mit einer normierten Qualitätskontrolle durch den Bauablauf und möchten den ganzen Bauprozess abrunden mit dem MQS Betrieb, wo wir am Schluss eigentlich eben auch eine erste Betriebsoptimierung anbieten. So haben wir den ganzen Lebenszyklus von einem reinen Planungsstandard weiterentwickelt. So. Die Anforderungen, die kennen die viele,
Sie können sie auch gerne nachlesen. Gesamtenergiekennzahl, Maßnahmen Stromeffizienz, Monitoring ist ebenfalls ein neues Thema. Da haben wir einen sanften Einstieg gemacht, den werden wir auch so behalten. Der wird in den kommenden Jahren sicher etwas präzisiert, sagen wir so. Eigenstromproduktion, die jetzt auch in den ersten Kantonen schon Einzug haltet. Wärme aus erneuerbaren Energien. Minergie ist fossilfrei und möchte immer noch einen kontrollierten Luftwechsel. Da hat sich nicht viel geändert bei Minergie. Die Zusatzprodukte habe ich vorher schon erwähnt. Ich denke, Sie kriegen die Folien, da können Sie es auch gerne mal nachlesen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich hier durch die einzelnen Folien durchrase, weil ich möchte euch nicht die vorlesen, die ihr selbst lesen könnt oder vielleicht schon kennt. Ein neuer Ansatz in der Sanierung ist die Systemerneuerung. Und zwar ist die Systemerneuerung auch ein wenig ein Angleich an den GEAC. Man sieht hier steht GEAC Plus, also ein GEAC Plus. Mit wenigen Zusatzmaßnahmen kann man auch ein Minergie-Zertifikat erlangen. Da haben wir uns etwas getroffen und sind hier in einer engen Kooperation. Das Ziel der Systemerneuerung ist natürlich, eine etwas bessere Kultur in der Sanierung hervorzubringen, so dass man wirklich mehr Gesamtsanierungen sieht oder sinnvolle Maßnahmen an bestehenden Gebäuden. Jetzt gibt es Unterschiede zwischen der Mucken und Minergie. Ich habe schon häufig gehört, ja, Minergie ist ja nur noch Mucken. Falsch. Ein Minergie-Gebäude ist mit Sicherheit 20% energieeffizienter als ein Muckengebäude. Bei Minergie P sprechen wir von 30, Minergie A von je nachdem 50-100%, je nachdem, wie man es betrachtet. Also ein reines Minergiegebäude ist bereits schon 20% effizienter. Und daher kommt dann auf jeden Fall, ja, Minergie ist sicher besser. Als Zwischenfazit, ich glaube, die Neuerungen haben viel Aufmerksamkeit bewegt. Es gibt wieder etwas zu sprechen. Wir haben sehr, sehr viele Auftritte wie hier, wo wir vorsprechen können. Es gibt viel zu reden. Wir bewegen was im Markt, im Thema Luftdichtigkeit genauso wie im Thema Monitoring. Und das ist gut. Wenn man sich denkt, okay, niemand macht das, es sind bereits über 300 Anträge eingegangen oder teilweise schon zertifiziert. Und das, nachdem im Juni noch viele in etwas panischer Angst nach dem alten Standard eingereicht haben, ist mit Abstand das der beste Monat, den es je gegeben hat bei Minergie in Bezug auf Anträge. Nichtsdestotrotz sind wir überzeugt und wir glauben daran, dass wir die Kurve schaffen, weil wir trotz dem Sommerloch schon bereits über 300 Anträge verzeichnen konnten. Wir sind der Meinung, es gibt noch ein paar Anpassungen, die werden wir auch kommunizieren. Es gibt auch ein paar wenige Themen, die noch angepasst werden müssen. Das kommt auf 2018 und dann wird es ziemlich ruhig werden, was wir in unseren Anforderungen ändern werden, sodass man eine Planungssicherheit hat. Ganz klar Fokus auch Sanierung, das werdet ihr auch dann an den Maßnahmen und den Veranstaltungen sehen, die wir an der Swissbau 2018 machen. So, warum sollte man also nochmals nach Minergie zertifizieren? Aus meiner Sicht, es gibt Sicherheit in der Planung, es gibt Sicherheit in Bezug auf den Energievollzug, es gibt Sicherheit und Komfort für den Nutzer, es ist wohltuend, trotzdem einfach. Man hat viele Wege, es gibt Planungssicherheit, aber trotzdem auch viele Möglichkeiten, wie man das Ziel erreichen kann. Und so möchte ich mich bedanken bei Ihnen und hoffe auf weiterhin sehr spannende Vorträge. Ich denke, das, was alle sehr spannend darauf warten, ist der Vortrag von Gregor Notter zum Thema Relumi oder wie auch immer sie heute heißt. Und danke vielmals. Wenn jemand Fragen hat, ich bin nachher draußen auch zu finden, spreche mich auf jeden Fall mit allen möglichen Fragen an, die euch auf dem Herz liegen. Dankeschön. So.